Schaltwerk gleich in den ersten Gang, jetzt von ersten in den zweiten, jetzt schaltet er und jetzt geht es dann weiter bis auf 300. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Ich bin heute in Ingolstadt bei Roland Gumpert. Roland Gumpert war langjähriger Entwicklungsingenieur bei Audi. Unter anderem erfand er im Iltis den Quattro-Antrieb mit. Später war er Leiter für Sport- und Sonderentwicklungen und Rennleiter von Audi Sport. Da gewann er 25 Rallye-Weltmeisterschaften und 4 Rallye-Weltmeistertitel. Danach ging er als Vertriebs- und Marketingvorstand für das VW-Audi Joint Venture nach China und entwickelte schließlich in seiner eigenen Firma den Supersportwagen Apollo. Also ein alter Hase im Autobau, kein Verrückter, und deswegen lohnt es sich hinzuschauen, wenn er sagt, ich mache Elektroautos, die einen Methanol-Energiespeicher zusätzlich drin haben. Ihr habt mir auf Instagram und YouTube auch einige Fragen mitgegeben an Roland Gumpert und ich freue mich darauf, ihn jetzt gleich zu treffen. Ja, und ich spreche jetzt mit Roland Gumpert. Sind Sie in erster Linie ein Sportauto-Fan gewesen oder ein Weltretter? Wenn man ein Sportauto macht, dann ist man mit Emotionen dabei und das ist ein schönes Auto und das macht Spaß. Aber der Sinn ist doch, mehr oder weniger die Welt zu retten, weil ich glaube, Elektrik, reine Elektrik, das ist super, das ist Primärenergie, die Effizienz kann man nicht schlagen, aber jetzt weltweit nur elektrische Autos, das geht nicht. Wir haben Entwicklungsländer, selbst in unseren Nachbarländern, die machen nur Strom aus Kohle. Und da ist die Elektrizität nicht das Gelbe vom Ei. Also brauchen wir eine Übergangslösung. Und das wäre hier zusätzlich mit unserem Methanol-Wasserstoffantrieb. Können Sie nur ganz kurz so die technischen Daten dieses Strings sozusagen beschreiben, mal für die Natalie? Also Sie haben einen Elektromotor, der hat welche Leistung? Also in der Natalie haben wir 400 kW. Mit einem Boost auf 600 kW. Wir können dann mit 300 km/h in der Spitze fahren, von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden beschleunigen. Wir haben ein Zweiganggetriebe mit einem Torsendifferential, alles mit Pedal Shift zu schalten. Aber das ist alles Humbug, das braucht man eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen wie der Roadster bei Tesla mal war, oder? Man will einfach mal zeigen, was alles geht. Man will zeigen, was es geht. Wir haben ja kein großes Marketingbudget und die Natalie, das ist unser Marketing-Tool, was gleichzeitig Spaß macht. Und wenn man zeigt und beweist von der Technik her, all das ist möglich in einem zweisitzigen Sportwagen, dann ist es erst recht möglich in einem Smart, in einem PKW, in einem LKW, in einem Transporter. Sie haben diesen leistungsstarken Elektromotor, der wird gepowert, erstmal kann man sagen, von der Batterie. Die ist wie groß? In dem Smart haben wir eine 12 Kilowattstunden Batterie. In der Natalie natürlich haben wir eine große Batterie, die hatte 65 Kilowattstunden. Aber in so einem Transporter, da kommt man mit einer 30 Kilowattstunden Batterie auch hin. Batterie und die Brennstoffzelle sind ein System, das sich gegenseitig stützt. Die Brennstoffzelle lädt die Batterie auf während der Fahrt? Während die Autos jetzt stehen, während sie fahren, während sie parken, in der Nacht, sie werden geladen, wenn es der Kunde will. Die Brennstoffzelle wird mit Wasserstoff betrieben und der Wasserstoff wird wiederum erzeugt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Methanol, aus dem Methanol. Also Sie laden nicht Wasserstoff, sondern Sie laden Methanol und verarbeiten es während der Fahrt zu Wasserstoff. Richtig. Man braucht jetzt weniger Diesel-Zapfsäulen, weil das ja ein bisschen die Tendenz nachlässt. Und da rüstet man eine Diesel-Zapfsäule um auf Methanol und das kostet pro Tankstelle 1.500 Euro. Okay, also grüne Energie deswegen, weil wir haben grünen Strom aus Sonnenkraft und Windkraft. Der wird über Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt. Und dann nehme ich aus der Luft CO2 und das tue ich dann in mein Auto. Und im Auto nehme ich wieder mit einem Reformer aus dem Methanol das Wasserstoff, zusätzlich aus zugemischten reinem Wasser auch noch die Wasserstoffatome. Also ein Drittel unserer Energie kommt aus reinem Wasser. Und nehmen diese Wasserstoff aus Wasser und Methanol, lass das reagieren in der Brennstoffzelle, nehme aus der Luft den Sauerstoff. Wasserstoff und Sauerstoff ergibt wieder Wasser. Das kommt hinten aus dem Auspuff raus und als Nebeneffekt kriege ich meine Elektrizität. Sehr gut. Und damit haben wir jetzt bis jetzt schon mal zwei wichtige Vorbehalte eigentlich mal besprochen. Das eine ist, kann ich mir doch sowieso nicht leisten, was soll das? Darum geht's nicht. Es ist praktisch eine Demonstration Ihrer Technik. Und das Zweite, Sie haben das vorhin gesagt, das möchte ich nur noch mal wiederholen. Natürlich ist ein reines Elektroauto zunächst mal vom Wirkungsgrad überlegen. Es ist klar, dass bei diesen ganzen Schritten, die wir beschrieben haben, Verluste sind. Warum kann es dann dennoch
vielleicht eben nicht unbedingt in diesem Auto und vielleicht auch nicht unbedingt in diesem Auto, weil sie brauchen im Stadtverkehr, glaube ich, auch keine 600 Kilometer Reichweite unbedingt. Man kann ja zwischendurch mal laden. Aber vielleicht am ehesten in diesem Auto, wo könnte es denn am meisten Sinn machen? Muss ich protestieren. Wenn die Stadt nicht genug Strom hat, dass ich alle Autos laden kann, und so schaut das aus, schon in München bricht heute in der Nacht das Stromnetz zusammen, weil zu viele Elektroautos am Stromnetz hängen, dann ist das sehr wohl eine Alternative. Entlastung der Stromnetze ist ein Vorteil. Die Reichweitenverlängerung der Batterie bringt mich zu der nächsten Frage. Wenn ich eine leere Batterie habe und nur mit der Brennstoffzelle fahre, mit dem Methanol, welche Leistung oder welche Geschwindigkeit, sagen wir mal lieber, erreicht dann der oder der oder der? Also das Auto ist ein Stadtauto. Wenn die Batterie leer ist, fährt das Auto 50 km/h. Mehr brauche ich auch nicht in der Stadt. Und wenn ich 5 Minuten stehen bleibe, fährt es dann auch wieder 70 oder 80 oder in der Endgeschwindigkeit 100, weil die Batterie wieder geladen wird. Und bei den Autos ist es das Gleiche. Das Auto soll eine Höchstgeschwindigkeit haben von 130. Da ist eine Methanol-Brennstoffzelle drin, da kann ich wählen zwischen 15, 20 oder 25 kW. Wenn ich 25 kW habe, brauche ich eigentlich gar keine Batterie mehr. Also nehme ich eine 20 oder 15 kW Brennstoffzelle und habe damit auch keine Sorgen. Selbst wenn dann die Batterie leer wäre, mit 15 kW fährt das Auto immer noch 80, 90, 100. Also ich bleibe auch nie stehen. Warum machen wir nicht gleich Wasserstoffautos, die dann hinterher vielleicht noch eine Batterie laden? Wasserstoff hat halt einfach die Eigenschaft, dass ich sehr, sehr schlecht transportieren kann. Weil es nur flüssig ist bei minus 260 Grad, dann muss ich ständig kühlen. Oder es ist bei Lufttemperatur ist es ein Gas. Und da wird 1 Liter so groß wie ein großes Fußballfeld. Das muss ich zusammendrücken und dann habe ich 800 Bar zusammengedrückt. Ist auch wie eine Bombe, das also gibt Probleme. Und diese Energie zum Zusammendrücken ist so, als wenn ich mit einem Dieselauto mindestens 100 Kilometer fahre. Da ist auch ein Verlust. Ja, ein Riesenverlust. Ja. Vielleicht noch eine Frage, die nochmal zurückgeht in Ihre Geschichte. Wie sind Sie da eigentlich drauf gekommen? Ich war ja mal 3 Jahre in China mit meiner Familie und dieser Gegenpartner von damals, der Chinese, der hat mich ständig sozusagen verfolgt und hat mich bedrängt, mit ihm zusammen die Firma hier zu gründen und eine Firma in China zu gründen. Das ist die Firma iWays. Dort war ich der CTO, also der Technikervorstand für die Produkte zuständig. In diesem Zusammenhang sollten wir eben auch einen Sportwagen bauen und das ist die Natalie. Die Bedingung war, weil es in China damals nur Automobillizenzen für Elektroautos gibt, dieses Sportauto muss elektrisch sein. Und so war ich gezwungen, umzudenken und vom Verbrenner auf Elektro zu kommen. Und wie kam es zu dem Gedanken, es mit Methanol Range Extending zu betreiben? Die herkömmlichen Wasserstoffautohersteller nehmen alle eine Niedrigtemperaturbrennstoffzelle und an die andere Möglichkeit, eine Hochtemperaturbrennstoffzelle, die man nicht regulieren kann, hat man ausgeschlossen. Aber diese Hochtemperaturbrennstoffzellen sind viel besser, weil die kann ich einmal auf meinen Level einstellen. Und die Gasspielerei, die mache ich mit meiner Pufferbatterie und ergänze meine zusätzliche Leistung und dann die Minusleistung, indem ich die Batterie wieder auflade. Also Lastwagen überholen mit der Batterie und dann wieder 80 Landstraße mit der Brennstoffzelle. Und somit kann ich statt einer 100 kW Brennstoffzelle von herkömmlichen Autos, kann ich ersetzen durch eine 20 Kilowatt Leistung. Und ich habe gemeint, das ist die bessere Idee. Und habe das dann weiterentwickelt und da steht das Ergebnis. Verstehen. Und den Vorteil, ich kann das herkömmliche weltweite Tankstellennetz verwenden und das sind Billionen und Billionen und Billionen von Investitionen. Steuergeldern, die Sie und unsere Kollegen alle nicht zahlen müssen. An dieser Stelle möchte ich euch gerne das nochmal zusammenfassen. Also er hat eine hohe Dynamik dank einer kleinen Pufferbatterie. Die ist natürlich leichter als die in reinen BEVs, hat eine kleinere Ladezeit und geringere Kosten. Die hohe Reichweite holt er sich über eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle mit wenig Leistung von zum Beispiel 15 oder 20 Kilowatt, die nur dafür da ist, die Batterie wieder aufzuladen und für langfristige Energieversorgung zu sorgen. Und er nimmt als Treibstoff Methanol, das spart den Energieeinsatz für den Druck bei Wasserstoff.
Man braucht kein Tankstellennetz und man kann trotzdem mindestens genauso schnell laden wie bei Wasserstoff. Wie wird denn Methanol heute schon hergestellt? Und was kostet's? Wir kriegen Methanol von der BayWa, Biomethanol. Methanol gibt es eigentlich wie Sand am Meer. Im Jahr werden 150 Millionen Tonnen hergestellt. Das ist die zweitgrößte Flüssigkeit weltweit. Grün? Das ist grau, aus Erdgas, hauptsächlich in Südamerika. Dieses Methanol kostet der Liter sage und schreibe 3 Cent auf dem Weltmarkt. Selbst im Grauen würde ich schon, ich glaube, 70% oder 80% vom CO2 gegenüber dem normalen herkömmlichen Verbrennungsmotor sparen. Aber wir wollen grünes Methanol. Mir wurde von meinen Vertragspartnern versichert, dass wir im Jahre 2030 für alle PKWs, LKWs und Busse in Europa genug grünes Methanol hätten, um alle Autos mit Methanol zu versorgen. Für einen Preis von ungefähr? Momentan liegen wir bei 1 Euro, geht runter auf 65 Cent. Welchem Energieeinsatz entspricht das? Wenn ich Diesel nehme und Methanol, dann kommt Diesel aus Rohöl. Und um 1 Liter Diesel herzustellen, habe ich zum Schluss nur noch 25% der Ursprungsenergie. Und das Gleiche passiert mit Methanol. Wenn ich die Energie aus der Sonne nehme und letztendlich das Methanol habe, habe ich auch noch 25% der anfänglichen Energie. Im Methanol? Im Methanol. Also es ist völlig identisch. Wir fahren diesen LKW mit Dieselantrieb, mit 10 Liter auf der Autobahn und mit Methanol das Gleiche, 10 Liter Methanol. Jetzt habe ich ja wieder eine Brennstoffzelle drin, ich habe einen Tank und diesen Reformer, haben Sie gesagt? Welche Erfahrungswerte haben Sie da schon, was die Wartungsintensität betrifft? Also erstmal zu den Kosten. Ein herkömmliches Elektroauto hat, wir gehen aus von 100% Batterie. Ja. Diese Batterie kann ich mir jetzt zu 75% sparen. Das heißt, für die Kosten der Batterie und für das Gewicht nehme ich jetzt meinen Methanol-Wasserstoff. Antrieb, die Gumpert Powertrain. Und das ist kostenneutral zu der Batterie. Sie haben ja das schon einige Kilometer. Das haben wir über 200.000 Kilometer schon gefahren. Und was war da alles so an Reparaturen? Wir haben ein paar Kinderkrankheiten, nichts, was wirklich nennenswert zu erwähnen ist. Also große, schwere Fahrzeuge, Lastwagen, könnten natürlich sehr davon profitieren, weil wenn man 75% der Batterie einspart, das macht natürlich dann bei so einem gewaltigen Ding, gerade in der Zuladung, viel aus. Was noch? Was sind noch Anwendungsbereiche? Flugverkehr? Natürlich, wir sagen, unser System langfristig ist gesehen für Land, Wasser und Luft. Wir machen auch schon mit der Luftfahrtindustrie Projekte, wir machen mit Schiffindustrie Projekte. Momentan konzentrieren wir auf LKW, ein 40-Tonner zum Beispiel, der jetzt von München nach Spanien fährt, der würde in unserem System 6 Tonnen leichter sein, weil wir uns 6 Tonnen an Batterie sparen täten für 1000 Kilometer. Und dann müsste man fast 3 Tage diese Batterie aufladen und wir tanken in 15 Minuten und fahren zurück nach Deutschland. Ein normaler Spediteur kann sich einen batteriegetriebenen Langstrecken-LKW gar nicht leisten. Das würde gar nicht funktionieren. Wir haben eine Förderung bekommen vom bayerischen Staat. Okay, das ist jetzt ganz neu, oder? Das ist ganz neu. Das ist seit 3 Wochen haben wir diese Förderung. Und jetzt bildet sich eine neue Regierung. Alle Parteien waren schon bei mir. Ja? Ja. Okay. Also alle sind hellhörig geworden. Und da wird sich einiges tun in der Zukunft. Die PKWs sind jetzt besetzt durch die großen OEMs. Die sollen da weiter auch bauen. Die bauen jetzt die nächsten 4-5 Jahre ihre Massenprodukte. Und wir gehen jetzt hier und werden den Transportsektor, ja, wie sagt man so schön, aufmischen. Und das ist unsere Zukunft. Und das wird sich dann auch weiterentwickeln auf andere Nebenprodukte. Ich hoffe, wir haben alle dieses Prinzip jetzt ein bisschen besser noch verstanden. Auch die Vorbehalte, ja, mindestens diskutiert. Sicherlich gibt es auch immer noch den einen oder anderen trotzdem. Ja, vielen ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg. Kommentiert gerne unten auch, was ihr von Herrn Gumperts, ist ja keine Idee, sondern Praktik, haltet. Abonniert meinen Kanal, sehr wichtig. Like dieses Video und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.